Blutreinigung. Blutreinigung ist ein Begriff aus der Komplementärmedizin. Insbesondere in der Humoralpathologie wurde die Blutreinigung für besonders wichtig gehalten. Es gab verschiedene Maßnahmen der Blutreinigung. Zum Beispiel gilt Blutegelbehandlung als Maßnahme der Blutreinigung oder auch Aderlass. Oder auch bestimmte pflanzliche Präparate sollen der Blutreinigung dienen. Natürlich hält die Homöostase das Blut weitestgehend konstant, aber man kann verschiedene Maßnahmen üben, dass die Blutregeneration besser vonstatten geht. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die regelmäßig Blut spenden, weniger unter Bluthochdruck leiden als andere. Wer regelmäßig zum Blutspenden geht, hat auch bessere Blutfettwerte. Also etwas ist doch dran an der sogenannten Blutreinigung der mittelalterlichen Medizin. Beim Aderlass nur haben die wahrscheinlich viel zu viel Blut abgezapft. Und so kann man aber auch sagen, dass es verschiedene Präparate gibt, die auch die Selbstreinigungsmechanismen des Körpers fördern. Im Ayurveda wird zum Beispiel gesagt, dass es gut ist, Kurkuma zu sich zu nehmen. Kurkuma soll auch helfen zur Blutreinigung.